Hallihallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute habe ich euch ein Mediabook mitgebracht mit einem Film drin, auf den ich mich freue, seit ich gehört habe, dass er gedreht wird. Und zwar ist das Wormwood Apocalypse, der zweite Teil von Wormwood Road of the Dead. Ich glaube, der war von 2015 oder 16. Ich weiß es nicht genau. Ich habe den damals gesehen. Der ist ziemlich billig gemacht, aber ich fand es einfach nur geil. Das ist richtig geiler Endzeit-Trash, Edel-Trash. Und ja, der Trailer hier von dieser Fortsetzung, der sah noch geiler aus. Also richtig, da geht's richtig auf die Fresse. Und das Ganze dann noch im Mediabook in 4K Ultra HD mit HDR 10 Plus. Das ist natürlich schon was, wo ich sage, ah! Ja, genau so muss ein Trash-Film knallen. So, und für alle, die den ersten Teil noch nicht gesehen haben, hier ist auch Wormwood Road of the Dead, also der erste Teil, ebenfalls auf Blu-ray-Disc. Hier, Bonus-Blu-ray, ist hier auch noch mit drin. Das heißt, ihr habt das volle Wormwood-Paket. So, und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Dieses Mediabook erscheint am 19.08.22, wird von Cape Light Pictures herausgegeben und von der Alive AG vertrieben. Also nicht jetzt vertrieben, sondern halt ist im Vertrieb der Alive AG. Und ja, ich freue mich. So, wir haben hier einmal das Mediabook selbst. Das hat wie bei Cape Light üblich so diese etwas raue Oberfläche, die so ein bisschen an Pappendeckel erinnert. Aber es ist so ein bisschen strukturiert. Ich denke, das kann man auch sehen. Dadurch wirkt das Ganze so ein bisschen, als wäre es mit Stoff bezogen. Es macht wirklich echt was her. Es ist richtig cool, richtig schön. Und ja, es wirkt trotzdem so, dass es diesem australischen Endzeitfilm gerecht wird. So, auf dem Spine haben wir draufstehen Wormwood Apocalypse, wobei da hätte ich vielleicht nur Wormwood draufgeschrieben, weil hier ist ja auch der erste drin oder Wormwood Double Feature oder irgendwas oder naja gut, ist ja auch egal. Hier oben der Hinweis Blu-ray, unten der Hinweis Ultra HD Blu-ray, hier die Bestellnummer und auf der Rückseite nochmal hier diesen fies dreinblickenden Kerl. Ich kann da nicht mehr viel zu sagen, also zunächst mal den Film habe ich ja noch gar nicht gesehen und den ersten Film, den habe ich damals gesehen, aber da habe ich echt viel geguckt. Ich fand ihn extrem geil, wollte mir den immer geholt haben, hatte ihn dann aber irgendwann vergessen und jetzt liegt er hier zusammen mit Teil 2. Besser geht's doch gar nicht. So, dann haben wir hier vorne einmal, das ist dieses, diese C-Card, die da drumherum gelegt ist, nicht geklebt, sondern gelegt, so dass nichts an das Mediabook drankommt. Haben wir hier unten einmal, ja, diese Aufschrift, dann unten drunter Wormwood Apocalypse, das Ganze steht oben auch, genau wie hier, 4K Ultra HD Blu-ray und Blu-ray und Bonus Blu-ray. Auf der Rückseite haben wir ein paar Bildchen und die ja, die sprechen schon Bände. Ihr seht, was euch hier erwartet. Das ist Mad Max und Walking Dead, aber durch den Fleischwolf gedreht und einfach nur geil. So, ach, hier steht's auch. Mad Max und Dawn of the Dead. Ja, perfekt. Ja, genau das meine ich. Ein tolles Tohuwabohu, da freue ich mich echt drauf. So, dann haben wir hier eine kurze Inhaltsangabe, dann hier die das Bonusmaterial. Ich weiß noch, der erste, der war damals sogar in 3D, also in 3D. Da hat man einfach so eine ganz billige Konvertierung drüber gejagt und das Ganze dann teurer verkauft. Ich denke, darauf hat man hier verzichtet, aber das kann man auch ruhig, weil die 3D-Effekte, die kriegt ihr mit einem 3D-fähigen Fernseher genauso gut hin, wie da damals die Blu-ray aussah. So, dann haben wir hier die Produktspezifikationen und ja, auf der Rückseite haben wir Werbung für X. Auf den freue ich mich auch. Ah, ja, das ist auch so, ah, da bin ich richtig scharf drauf, da freue ich mich. Dann hier nochmal das Cape Light Regal mit den Schätzen und den Titeln, die es nicht mehr gibt. Und dann können wir uns das Ganze von innen anschauen. So, wir sehen hier, ein bisschen Bewegung ist drin, aber ja, ganz steif soll es ja auch nicht sein. Ich könnte mir jetzt einen blöden Spruch, nein, ich spare mir einfach. Es gibt Situationen, da wäre es wünschenswert, hier jetzt vielleicht nicht. So, dann haben wir hier einmal Wormwood Apocalypse. Das ist dann die Ultra HD Disc. So, anders als bei den üblichen Produkten von Cape Light haben wir diesmal nicht das
die CDs so gestaltet sind, dass sie mit dem Hintergrund, mit dem farbigen Hintergrund quasi eins ergeben. Da hat man diesmal wohl drauf verzichtet. So, hier ist nochmal Apocalypse auf Blu-ray. Ja, das hat man hier nicht gemacht. Hier sehen die Discs halt so aus, wie sie aussehen und halt nicht so wie der Hintergrund, finde ich persönlich jetzt auch nicht tragisch. Ich meine, ich finde es cool, wenn das so gemacht ist, dass das so aussieht wie der Hintergrund, aber wenn es nicht so ist, ja, dann ist es halt nicht so. Also stört mich jetzt nicht, sehe ich nicht als Manko an. So, und hinten haben wir Wormwood, genau, Uncut, auf Blu-ray noch mit drin. Ich habe sie jetzt nicht hier, weil wie gesagt, ich habe den damals gesehen, aber wollte mir den immer kaufen, aber hab's, keine Ahnung. Ich glaube, ich hatte den damals von, wie hieß dieser, da konnte man sich so Filme nach Hause schicken lassen. Die kamen dann und die musste man dann zurückschicken. Wenn man zurückgeschickt hat, kriegt man den nächsten. Ich weiß gar nicht, Videobuster, ich weiß es nicht mehr, wie das hieß. Auf jeden Fall, ja, ich denke, so sah die aus. Das Cover sieht jedenfalls so aus. So, auch hier ein durchgehender farbiger Innendruck. Und ja, dann schauen wir uns jetzt mal das Buchteil an. Ja, wie er grinst. So grinse ich auch, wenn ich den angucke, aber ich ohne Schweißerbrille, ne? Ist klar. So, ja, wir haben hier ein Gespräch mit dem Regisseur Keir Roach Turner. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ja, ist ein australischer Film. Die australischen Filme sind ja sowieso immer so eine Nummer für sich. Ja, also die haben, es gibt auch diese tolle Dokumentation über die australischen Trash-Filme damals. Die ist auch irgendwo, ich habe es jetzt bei Fair Game, ist die glaube ich mit dabei. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt, aber auch sehr sehenswert. So, dann haben wir hier ein doppelseitiges Bild aus dem Film. Gut, das ist jetzt etwas, was ich persönlich nicht so ganz toll finde. Hier, sowas, das finde ich ganz cool. Das finde ich ganz cool, wenn wir hier so Bildchen haben, die nicht im Film vorkommen, sondern keine Ahnung, was das ist. Könnte sein, dass das irgendwelche Konzeptzeichnungen sind oder irgendwas. Also sowas finde ich in Booklets immer ganz toll. Dann haben wir hier wieder ein doppelseitiges Bild aus dem Film. Ja, also da kann man, ganz im Ernst, also das brauche ich persönlich nicht, ne? Also das ist wirklich Mumpitz. Hier, so, das ist wieder was Schönes, ja? Da haben wir jetzt hier so ein Bild, auch hier mit den Bluttropfen, finde ich auch nicht schlecht. Das scheint mir wirklich so eine Konzeptzeichnung zu sein. Das, ach, hier steht es ja auch. Ja, Konzeptart. Ja, sowas finde ich geil. Also sowas sehe ich gerne. Das hier sehe ich nicht so gerne. Hier sehen wir nämlich, da wurde nicht hundertprozentig gearbeitet. Ja, da lappt nämlich die Rückseite vor. Gut, das sind jetzt wirklich nur Kleinigkeiten und letzten Endes ist das Meckern auf allerhöchstem Niveau, aber dafür sind wir ja hier. So, das scheint mir eine Zeichnung zu sein. Ja, hier steht es ja auch. Ja, auch hier Concept Art. So, kriege ich das auch scharf, damit ihr das auch sehen könnt. Jawohl, hier, Concept Art, das ist etwas, wo ich sage, genau sowas will ich in einem Booklet sehen. Konzeptzeichnungen, von mir aus Storyboards oder sowas, das ist richtig geil. Achso, ja, hier sind wir übrigens in der Mitte angekommen, das nur nebenbei, ja, schön in der Mitte verheftet, drei Tackerklammern. So, weiter geht's mit, ja, einem, ah, Spoiler, schön, dass man uns darauf hinweist, hier kommen jetzt Spoiler, finde ich gut, weil viele Leute lesen das ja und während des Films oder vor dem Film, um sich darauf einzustimmen und wenn dann Spoiler drin sind, ist das extrem ärgerlich, auch extrem ärgerlich. Hier seht ihr es richtig gut, das ist nicht sauber verarbeitet, das ist, ja, ihr seht das. Das ist hier, ja, wenn man das hier so hält, kann man sehr gut sehen, es ist nicht richtig mittig verarbeitet. Ja, und das ist, ja, wie gesagt, auf höchstem Niveau, aber es wird trotzdem, ja, ist nicht so toll. So, dafür haben wir hier jetzt, genau das meinte ich, Storyboard. Geil, das ist geil. Ja, sowas sehe ich unheimlich gerne in Mediabooks. Da lohnt sich das dann auch hier. Ah, ja, das ist etwas, wo ich sage, dafür lege ich gerne ein paar Euro mehr auf den Tisch oder hier jetzt auch, ja, das ist schön. Dann noch so ein paar Hintergrundinformationen, das macht was her. Ja, aber gut. So, jetzt sehen wir hier Booklet-Text in Kooperation mit Deadline, das Filmmagazin. Habe ich in der Vergangenheit schon häufiger kritisiert, wenn sowas der Fall ist.
Manchmal ist es so, dass hier dann wirklich der Originaltext aus dem Deadline-Magazin reingepackt wurde. Das braucht man dann nicht. Ob das hier der Fall ist, weiß ich nicht, weil ich habe das Deadline-Magazin nicht abonniert. Und ich kaufe es mir auch nicht. So hätte ja auch sein können, dass ich mir das einfach im Laden kaufe. Tue ich nicht, deswegen, ja, aber ich habe mir jetzt auch schon mehrfach sagen lassen, dass das Texte sind von Redakteuren des Deadline-Magazins, die aber extra für die Booklets gemacht wurden. Ob das hier so ist, weiß ich nicht. Bei der Busch Media Group ist es wohl so. Vielleicht, wenn da draußen irgendeiner zuguckt, der das entweder bestätigen oder dementieren könnte, wäre ganz interessant, wenn ihr mir das einfach mal mitteilt, ob das wirklich ein Text ist, der 1:1 auch im Deadline-Magazin zu finden ist, oder ob das ein Text ist, der exklusiv von einem Deadline-Redakteur für dieses Booklet geschrieben wurde. Würde mich interessieren. So, ansonsten würde mich auch noch interessieren, was ihr sonst zu sagen habt. Schreibt mir also die Kommentare unten voll. Und wenn ihr schon unten seid, ihr wisst ja, ne, Däumchen drücken, abonnieren, der ganze Klumpert. Ihr wisst, wie das läuft. Ihr seid ja nicht zum ersten Mal hier. So. Das war es dann auch schon von meiner Seite. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, bleibt gesund, bleibt geil und danke für die Aufmerksamkeit. Euer Michael Speyer.